Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute ist wieder Zeit für ein Teamgeist-Video. Teamgeist bedeutet, dass ich ganz tolle Karten zeigen darf von meinem Team und mir und dass ich euch so auf diesem Weg ganz viele Ideen zu einem Thema geben darf. Und dieses Mal ist es beim Teamgeist ein bisschen anders. Also dieser Teamgeist ist relativ kurzfristig entstanden und ich habe auch nicht sehr viel Zeit zur Verfügung gestellt, meinen Teammitgliedern und mir dazu eine Idee zu machen, denn ich bin dabei, die Videos alle vorzudrehen für dieses Jahr und deswegen war der Zeitraum, in dem ich Karten bekommen konnte, recht kurzfristig und deswegen sind es nicht ganz so viele wie sonst, aber ich habe es dieses Mal so gemacht, dass wir zwei Themen in ein Video packen sozusagen. Also wir haben jetzt heute das Thema Karte zur goldenen und oder silbernen Hochzeit. Und da zeige ich jetzt ganz, ganz tolle Kartenideen von meinem Team und mir. Starten würde ich jetzt einfach auch gleich mit meiner Karte, dann ist es quasi vom Tisch. Ich habe mich versucht an einer ganz schlichten Karte, die ihr für beide Themen super nutzen könnt. Also ich hoffe, dass es in der Videokamera so rauskommt, wie es ist, denn es ist gar nicht so einfach, wie die Karte aussieht. Im ersten Moment sieht man nur weiß, aber da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Also die Grundkarte ist weiß, dann ist der Auflieger geprägt hier im Hintergrund. Darüber ist eine Stanzform und die hat diesen silbernen Draht im Hintergrund. Und die Idee war, wenn ihr eine goldene Hochzeit machen möchtet, dann macht ihr einfach einen goldenen Draht und goldene Glitzersteine und natürlich den Spruch Glückwunsch zur goldenen Hochzeit oder 50 macht ihr drauf oder so. Also da seht ihr jetzt dann noch ganz viele tolle Ideen von meinem Team. Das könnte man auch embossen dann in Gold oder Silber. Ich habe es jetzt hier in Anthrazit gestempelt. Das fand ich noch einen schönen Kontrast. Und also wenn man die Karte vor sich hat, finde ich sie tatsächlich sehr, sehr schön. Aber ich habe mich schwer getan, das so schlicht zu halten. Also ihr kennt ja meine Videos und meistens habe ich tatsächlich ziemlich bunte Karten, ist mir so aufgefallen. Und da war es ein bisschen schwierig für mich, so eine ganz schlichte Karte zu machen. Aber das war eben auch die Herausforderung und ich finde, die ist schön geworden und ich hoffe, sie gefällt euch auch. Also hier das Beispiel für die Silberhochzeit und das könnt ihr genauso als goldene Hochzeit quasi dann ummünzen. Und jetzt darf ich euch die Kartenideen von meinem Team zeigen. Die erste Post, die mich erreicht hat, ist von der lieben Petra. Und sie hat für mich auch eine Karte gemacht, die wollte ich euch auch noch schnell zeigen, weil die ist einfach auch so schön. Ich finde die so cool mit diesen dreieckigen Stanzformen. Ganz witzig. Und dazu runde Kreise kombiniert mit schönen Blumen und tollem Glitzerpapier im Hintergrund. Ist einfach eine schöne Idee. Könnte man auch ummünzen auf eine Silber- oder Goldhochzeit. Von dem her, die möchte ich euch immer nicht vorenthalten, wenn ich dann eine Karte dazu bekomme. Und die erste Idee, die finde ich einfach nur wunderschön. Wow, mit Embossing, silberembossten Blüten mit dem florale Freundschaftsset, das ich so sehr mag. Ich finde das auch so wunderschön. Und hier steht beste Wünsche zu einem großen Tag. Hier mit so einer schönen Bordüre reingestempelt und dann ausgestanzt. Diese schönen Blätter im Hintergrund, das sieht so toll aus. Ganz im Hintergrund ist Designerpapier, darauf eben die Blüten embossed und dann mit schönen Perlen verziert. Und hier, ich weiß nicht genau, ob man es sieht, im Hintergrund ist auch ganz tolles Papier, das ist so schimmriges, leicht geprägtes Papier. Ich glaube, man sieht es sogar, gell? Und darauf eben diese langen Perlenschnüre, würde ich es jetzt mal bezeichnen, auch aus diesem Set mit der floralen Freundschaft. Das finde ich eh so schön und das sieht da ganz toll aus. Dazu die Perlen kombiniert, also das ist eine großartig schöne Karte, finde ich. Die hat auch ein sehr großes Format, also das ist keine normale Klappkarte, sondern schaut mal, die ist schon um einiges größer. Kann man richtig viel Text unterbringen und wenn man die aufmacht, glitzert es noch mehr. Also hier hat sie eine 25 ausgestanzt, das ist mit so einem ganz, ganz glitzerigen Glitzerpapier. Da wollte ich euch mal einen Tipp sagen. Genau, das ist mir nicht, kommt mir gerade so. Vielleicht ist es sogar das gleiche Papier. Da gibt es Geschenkpapier, das hat dieses Glitzerige drin. Also das glitzert genauso schön. Ich habe so ein Geschenkpapier und das nehme ich auch gern zum Stanzen hier, wenn ich so ein richtig glitzeriges Glitzerpapier brauche. Und vielleicht habt ihr ja auch so ein Glitzer-Geschenkpapier zu Hause und könnt es dann auch noch ein bisschen dafür hernehmen. Und jetzt sieht man auch hier innen drin das Papier am Rand. Schimmert wunderschön. Das hat so einen ganz tollen Schimmereffekt. Und darauf dann eben nochmal mit Stanzen, mit großen Stanzformen, das ganz edel ausgestanzt, bestempelt und zur Silberhochzeit auch noch als Stanze. Total schick. Also das ist eine wunderschöne Karte.
Das sind auch voll meine Farben. Ich mag so Grüntöne sehr gerne und ich finde, das ist total schön, Petra. Vielen Dank für diese wunderschöne Idee. Auch hier noch im Board, also total viel Mühe. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze, müssen wir mal gucken, dass das aus einem, weil das sind ja diese 15,5 mal 15,5 Bögen hier, dieses Papier, dass das einfach aus einem Bogen und den hat sie komplett bestempelt mit den Blüten embossed und dann auseinandergeschnitten und somit auf Vorderseite und Innenseite verteilt. So hast du überall dieses schöne Papier und das sieht ganz toll aus und wiederholt sich innen nochmal. Total großartige Idee. Nochmal so ein schönes. Jetzt hier sieht man vielleicht auch genau, so ist die Karte innen. So dieses schimmrige Papier. Toll. Und wir haben auch eine Materialliste. Genau. Wenn ihr das genau anschauen wollt, könnt ihr gerne Pause machen. Und habt dann hier, wisst ihr, was da alles verarbeitet worden ist in dieser wunderschönen Karte. Also eine total schöne Idee. Vielen Dank, Petra. Und die zweite Karte von der Petra ist zur goldenen Hochzeit. Da halte ich jetzt auch kurz die Materialien rein. Und die ist auch total schick. Uiuiui. Das ist auch eine richtig. Also wieder so ein schönes schimmeriges Papier. Also auch aus Cuvier und auch aus Kartenbasis. Seht ihr, wie schön das schimmert? Das ist toll. Und dann hier vorne mit goldenem Hintergrund wie einen Rahmen gemacht. Also wenn man die Karte im ersten Moment sieht, finde ich, ist das, sieht das aus wie. Also wie so ein Bilderrahmen irgendwie. Also weil das so mit diesem goldenen Papier als Rahmen so schön hervorsticht. Und darauf hat sie ein geprägtes Hintergrundpapier, das auch total glitzig ist. Es glitzert und funkelt hier total schön auf der Karte. Und dann die ganzen Blüten ausgestanzt, im Hintergrund noch ein bisschen Gold, goldene Elemente, die ausgestanzt sind und zur Goldhochzeit. Wie schön ist das, oder? Mit Pärchen versehen, also eine ganz tolle Karte. Also die Karte ist bestimmt, die kommt auch bestimmt total gut an. Das passt doch super. Hier sogar mit Ehringen. Und dann noch einer großen Stanzform und dann unten noch die Kirschblüten reingestempelt. Total schön. Eine klasse Karte, wenn man die so hinstellt. Das sieht wirklich aus wie ein Bilderrahmen. Also total schöne Idee. Vielen, vielen Dank, Peter. Gefällt mir auch super gut. Die nächste Kartenidee kommt von der lieben Nadine und ich muss sagen, ich habe sie gerade aufgemacht und habe gesagt, oh, ist die schön, die ist so schön. Wow, oder? Das ist mit diesem tollen Stempelset, wie heißt es, wenn mir der Name nie einfällt? Für alle Zeit. Mit diesen, ich mag das total gern, ich finde das wunderschön, mit diesen wunderschönen Zweigen. Da kann man so viele schöne Sachen machen und die Farben finde ich hier total genial. Hier ist die Grundkarte nochmal mit einem Aufleger versehen und der Aufleger ist geprägt. Das fühlt sich unglaublich gut an und es sieht total toll aus. Und ich denke, sie hat es vorher natürlich gestempelt, dass man da so einen schönen Stempelabdruck drauf hat und danach geprägt. Und dann hier vorne aus den Mohnblumen die Stanzform, die mache ich auch total gern. Die hat sie teilweise mit Gold beglittert und dann embossed. Ich nehme an, es ist embossed oder es ist diese kleinen Blättchen da. Das kann auch sein, dass das diese Blättchen sind, weil die hier überall so Sprenkel sind. Muss mal kurz zu so spicken. Goldblättchen, genau. Sie hat das mit den Goldblättchen gemacht. Also das ist die Materialliste. Ihr findet die Nadine hier bei Hängebauchmaus, auch hier auf YouTube, mit dem YouTube-Kanal. Und dann hat sie mit diesen Goldblättchen hier so ganz dezent einmal die 50 richtig und den Rest nur so ganz zart begoldet. Voll schön. Und die Farbe finde ich mega cool und das ist Aventurin. Die habe ich nicht. Ich glaube, die brauche ich. Wie es immer so ist, oder? Sagt man immer, braucht man nicht und dann braucht man es doch. Also das ist eine wunderschöne Karte, die gefällt mir total gut. Und auch hier diese kleinen Sprenkelchen mit Gold. Toll. Passendes Kuvert dazu. Wunderschön. Also die finde ich total toll. Alles Liebe zum Hochzeitstag mit kleinen Herzis. So süß. Vielen Dank, Nadine. Ich finde, das ist eine klasse Karte. Genau, also echt, die gefällt mir richtig, richtig gut. Voll schöne Farben. Dankeschön. Und die nächste Karte ist von der lieben Anna. Was sagt ihr dazu? Cool, oder? Das ist jetzt irgendwie ein kleineres Format. Total hübsch. Passendes Kuvert dazu.
Und dann hat sie hier diese wunderschöne Torte verarbeitet. Das ist ein ganz altes Stempel, oder also ist schon ein älteres Stempelset, ganz altes jetzt auch nicht, aber das gab es, glaube ich, sogar mal zur Celebration. Und das fand ich immer schon total schön. Und ich nutze es eigentlich zu wenig, obwohl es so viele Anlässe gibt, dass man das wieder rauszieht und benutzt. Weil das kann man zum Geburtstag, zum Hochzeitstag, wie man sieht, zum Silber- und Goldhochzeitstag verwenden. Also das ist wirklich super einsetzbar. Und das finde ich hier eine ganz tolle Idee, dass die Anna mit diesem Set gearbeitet hat. Sie hat den Hintergrund mal Gold hinterlegt, dann eine große Stanze ausgestanzt, dann die, also der Stempel an sich ist aufgestempelt, aber dieses Tablett zum Beispiel und auch die Goldblütchen hier, die sind embossed. Und dann hier, was ich total schön finde auch, aber was ich fürchte, dass in der Kamera vielleicht schlechter rauskommt, auf den Blüten sind noch ganz zarte, ich würde auch sagen, dass es embossed ist, also wie so, oder also, oder es gibt dann Stift dafür, so ein Lackstift oder so vielleicht, weil das sind so ganz zarte, kleine Blütenelemente drin und die fühlen sich total schön an und die sehen total super aus. Also es könnte auch so ein Lackstift sein, weil mit Prägepulver ist es schwierig, das genau an diese Stellen zu bringen. Ich denke, es ist eher so ein Stift. Und hier vorne auch nochmal embossed zu eurem großen Tag. Also eine voll schöne Karte. Und wie gesagt, dieses Set, wenn ihr das noch im Schrank habt, dann sucht es mal wieder raus, weil das könnt ihr echt für alle Anlässe benutzen. Das muss ich auch mal wieder machen, dass ich das wieder rausziehe. Vielen Dank, liebe Anna. Ich finde die Karte wunderschön. Danke. Und dann habe ich noch Post für euch von der lieben Heike. Da habe ich auch eine Karte bekommen, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die ist auch total schön. Das wäre eine schöne Sketchkarte, also dass ihr das mit ein bisschen austauscht, die Grundkarte gleich lasst und das als Sketch umsetzt, finde ich eine tolle Idee und die finde ich total schön. Das macht sich super mit dem Designerpapier und mit dieser tollen Kordel im Hintergrund. Das sieht total schön aus und es verbindet sich da so richtig toll. Finde ich eine ganz klasse Idee. Jetzt habe ich irgendwie einen Hustenanfall bekommen. Also, wir fangen an mit der Karte zur Silberhochzeit. Passendes Kuvert mit Herzchen drauf, total schön. Und diese Karte finde ich auch total klasse. Die ist auch weiß, Ton in Ton. Und so schön. Hier vorne ist eine Auflage, auch in weiß. Und zwar hat sie das mit diesem Laub geprägt. Das Laub heißt, glaube ich, die Stanzform. Da kann man das so schön stanzen bzw. prägen. Also diesen Schriftteil wie so eine Bordüre vor das Band gespannt und das in der Mitte so zusammengehend, das finde ich total schön. Das ist sowas von edel und elegant und toll. Erinnert vielleicht sogar ein bisschen ans Hochzeitskleid, ans Brautkleid oder so. Ich weiß nicht, das ist echt eine total coole Karte. Glückwunsch zur Silberhochzeit. Innen noch ein Herzchen rein. Ihr findet die Heike bei Stempelloft. Ich habe immer noch irgendwie einen Frosch im Hals. Und hier ist die Materialliste. Aber ich sollte auch reingehen ins Bild. Nochmal kurz die Heike. Das ist gut sichtbar. Also eine total coole Karte. Auch ich finde es ja immer so schwierig, dass man das so Ton in Ton halten kann und das ist der Heike auf jeden Fall sehr gut gelungen und ich finde es super als Idee, dass man da im Hintergrund einfach diese tolle Stanzform setzt. Total schön. Schlicht, sehr edel und sehr festlich gleichzeitig auch, also echt cool. Und jetzt kommt noch die Idee für die, oh, die ist auch schön, für die Goldhochzeit. Auch mit passendem Kuvert. Auch so ein bisschen so ähnlich gearbeitet, auch mit einer Grundkarte, da drauf eine Mattung, die ist ja also ganz normale Mattung und da drauf noch eine geprägte Mattung und das ist schon sehr edel. Und dann kommt hier, wenn ihr das so, oh, das sieht so toll aus. Ich glaube, dass das ein Designerpapier ist. Ich glaube nicht, dass das mit Embossing-Pulver gemacht worden ist. Das müsste ein Designerpapier sein. Die Stanzform, beste Wünsche zu eurem großen Tag, einmal hinterlegt mit einer schönen Blume. Das sieht auch wirklich so aus, wie wenn das da rauskommen würde. Also ein Teil wäre, das macht sich sehr gut. Unten die 50 und ein kleines Herzchen und schon habt ihr eine wunderschöne Karte. Total schön. Hier nochmal passend zum Kuvert. Und hier findet ihr die ganzen Materialien dafür. Die Zahlen sind aus dem Buchstabenmix. Sehr schön. Aber es steht jetzt nicht dran, aber ich glaube, das ist ein Designerpapier. Es steht jetzt nicht dran, ob es
ob sie es selber gemacht hat, aber ich denke, weil das so ganz, also man spürt nichts, wenn man drüber langt und es ist ganz fein. Das müssten Designerpapier sein. Aber total schön. Voll schöne Karte. Witzig, oder? Also beide mit dieser ähnlichen Art. Also so die Grundkarte ist sehr schlicht gehalten und ein bisschen was Geprägtes drauf und total unterschiedliche Karten sind daraus entstanden und super Ideen. Toll. Vielen, vielen Dank, liebe Heike, für diese wunderschönen Ideen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt da ganz viele Ideen rausbekommen und ganz vielen Input bekommen für eure nächste Karte zur goldenen oder silbernen Hochzeit oder überhaupt zur Hochzeitskarte. Können wir das ja genauso umwandeln. Dann schreibt man halt einen Glückwunschspruch drauf und nicht eine 50. Könnte man auch super als Geburtstagskarte ummodeln. Also ihr habt heute wirklich ganz tolle Ideen bekommen, glaube ich. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch. Tschüss, kreativiert was Neues!